So, und damit Sie auch unterwegs sicher sind, also sicher in Form von, Sie können anhalten rechtzeitig, haben Sie auch die Möglichkeit, unterschiedliche Bremssysteme zu wählen. Sie sind natürlich alle von Shimano. In der Grundausstattung ist eine Standardbremse, die M200. Die ist nicht gut, die ist nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so schon mal nicht bei uns, bei einem Bekannten gefahren, der hat mir seinen Rädle ganz stolz vorgestellt, mein Mensch Steffen, wie findest du das? Ne? Ich habe gesagt, okay, weil es ein Freund ist, ne? Der wohnt ein wenig weiter weg bei Heilbronn unten und dann hat er gesagt, ey, ich bin es gefahren, mir ist sofort aufgefallen, habe gesehen, dass das die M200 sind, dass die Bremswirkung nicht gut ist, muss man dazu sagen. Also das heißt, der Bremsweg ist länger wie ein jenerer, die man es gleich erkläre. Du kannst, das habe ich auch festgestellt, bei längeren Bergabfahrten, das hält die nicht aus, ja, die wird zu heiß. Und. Wenn Sie natürlich so ein Leichtgewicht sind, da wie der Steffen, wie viel Kilo? 75. Ah ja, also wenn Sie Leichtgewicht sind, wie der Steffen, dann würde auch so ein M200 reichen, falls Sie noch irgendwo in der Ebene wohnen und wissen etwas im Berg ist. Sollte Sie richtig Touren machen und mehr Gewicht haben, dann nehmen Sie unbedingt eine hochwertigere Bremse. Die T6000 oder die XT8000. Also D-Ore, Shimano Genau. D-Ore, Genau. das steckt dann hinter dem Richtig. 6000 noch. Ja, das ist die D-Ore, die haben wir jetzt hier auch drauf. Das ist eine sehr gute Bremse und hat eine sehr gute Bremswirkung. Es gibt dann nur noch das High-End-Produkt bei uns hier, das ist dann die XT. Und besser geht es dann in dem Fall nicht, aber die 6000 und notfalls die 8000, wer dann wirklich sagt, das geht aber dann ums Gewicht auch, wo man sagt, der ist schwerer, wo er dann mehr schiebt, dann würde man auch die 8000er empfehlen. Oder wenn Sie ganz viel Gefälle fahren und Steigungen natürlich. Und wenn Sie einen sehr, sehr sportlichen Fahrstil haben. Also wenn Sie wirklich das ausreizen wollen, also wenn Sie mit so einer Meute unterwegs sind, da gibt es ja so Rudel, Wolfsrudel. Genau, diese Rudelbildung. Die gab es mal Wolfsrudel, aber ich glaube zu einem anderen Thema, gell? Ja, ich glaube es auch. Also gut, Sie sind jetzt mit einem anderen Rudel mit. Die kommen mehr aus dem Osten drüben, noch weiter im Osten, ganz tiefsten Osten. Es sei denn, Sie sind also mit mehreren unterwegs und jeder will der Schnellste sein und der Beste und Schönste. Und Sie fahren dann sehr schnell so die Passage runter, irgendwie so Serpentine. Dann nehmen Sie sich die XT-Bremse, weil die wird heiß bei so einem schnellen Fahrverhalten, Das ist auch so, ja. sportliche Fahrverhalten. Mit der anderen kann man dann wunderschön dosieren mit der D-Ore.